Also bei uns läuft der Service läuft so ab, dass die Gäste am Tisch Platz nehmen. Wir haben dann an jedem Tisch einen Servicetisch hinzugestellt, sodass wir automatisch vom Servicetisch zum Gast genug Abstand haben. Und dann werden wir am Tisch servieren. Der Gast hat die Möglichkeit, dann das Essen sich zu heranzuziehen, zu essen und kann unseren Kollegen das Essen wieder zurückgeben. Wenn der Gast das natürlich nicht möchte und möchte bedient werden, dann machen wir das auch. Aber so haben wir beide Möglichkeiten abgedeckt. Also bei Check-in und Check-out werden wir den Gästen Schlüsselkarten, Kugelschreiber auf dem Tablett übergeben, sodass der Gast dann auch mit unseren Händen nicht in Kontakt kommt und jedes Teil nur einmal anfasst. Und wir haben natürlich verschiedenste Sicherheitsmaßnahmen getroffen, auch für unsere Gäste. Und oftmals wundert man sich ja, wenn man Kreditkartengeräte anfasst, dass man dann doch wiederum ein Gerät berühren muss, was andere Menschen schon berührt haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir unseren Gästen, wer möchte, diese Fingerlinge zur Verfügung stellen, um seinen Code einzugeben. Natürlich haben wir auch Ende März, als wir das Hotel geschlossen haben, das Wasser aus dem Pool gelassen. Jetzt am 25. Mai, wenn wir wieder eröffnen, dürfen wir noch nicht den Spa-Bereich eröffnen. Umso mehr freuen wir uns, wenn wir dann Ende Juni das komplette Hotel inklusive dem Spa-Bereich dann wieder eröffnet haben.